Vinzenz ging ihr nicht. Die Nacht ist voller Sterne ist ein jüdisches Partisanenlied aus dem Ghetto in Wilna, geschrieben von Hirsch Glick, 1942 verfasst. Und die Textzeile in der zweiten Strophe, ein Mädchen in Mütz und Pelz geschlungen, ein Mädchen mit samtenem Gesicht, das zeigt, dass er von einem Mädchen ziemlich fasziniert ist. Und das ist Witka Kempner, die von 1920 bis 2012 gelebt hat. Ja, wir sind also mitten in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und dem jüdischen Widerstand, dem Partisanenwiderstand gegen den Nationalsozialismus. Jüdische Partisanengruppen gab es durchaus einige. Hier oben erstmal ein Bild von der Gruppe um Witka Kempner und um Hirsch Glick, weil die beide auf dem Bild hier auch drauf sind. Dann gab es auch andere jüdische Widerstandsgruppen, Partisanengruppen. Hier zum Beispiel ein Bild von den Bielski-Brüdern, die auch noch eine gewisse Bekanntheit erlangt haben. Das Lied beschreibt ja eine Situation, wo es tatsächlich zu so etwas kommt wie einem Sabotageakt. Also ein Zug der Wehrmacht wird randgefüllt mit Waffen, heißt es hier in dem Lied, wird in die Luft gesprengt und tatsächlich ist es passiert. Hier ein Bild von einem Zug, der eben von Partisanen in die Luft gesprengt wurde. Ob das jetzt genau der Zug ist, von dem das Lied berichtet, ist nicht klar. Aber auf jeden Fall hat es solche Anschlagsversuche gegeben. Darüber hinaus gibt es ja noch mehr Gruppen, die Widerstand geleistet haben von jüdischer Seite. Recht bekannt ist sicherlich auch der Aufstand im Warschauer Ghetto. Als Geschichtslehrer werde ich manchmal gefragt, warum wehren sich eigentlich Juden so wenig gegen die Ermordung durch den Nationalsozialismus? Und darauf würde ich eine zweiteilige Antwort geben, nämlich erstens, sie wehren sich mehr, als man das vielleicht heute wahrnimmt, was sicherlich mit den unglaublichen Dimensionen der Ermordung zu tun hat, im Verhältnis zu der dann doch relativ geringen Zahl. Aber es gab diese Widerstandsversuche und es ist mehr als nur ein vereinzelter Widerstand. Der zweite Grund liegt darin, dass Juden in den Regionen, um die es hier vorwiegend geht, also heutiges Polen, heutiges Belarusland und Ukraine und zum Teil bis ins Baltikum hinein, dass in diesen Regionen Juden von vornherein unter einer gewissen Diskriminierung zu leiden hatten. Es gab ja auch schon antisemitische Verfolgungen von Juden, bevor der Nationalsozialismus diese Region erobert hat. Und aus dieser Position der Diskriminierung, der Unterdrückung heraus ist natürlich auch besonders schwer, dann Widerstand zu organisieren. Trotzdem ist es eben gelungen an einigen Stellen, die hier im Video aufgezeigt worden sind. Witka Kempner ist eine der wenigen, die das dann auch wirklich überlebt haben. Das zeigt auch nochmal, dass der Antisemitismus in dieser Region nicht aufhört. Denn sie mit ihrem Mann, der auch zu der Widerstandsgruppe gehörte, der auch überlebt hat, sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg recht bald nach Israel ausgewandert, dann in Israel gelebt. Hirsch Glick, von dem der Text hier stammt, hat es ja nicht überlebt, sondern ist dann 1944 auch im Kampf, im Partisanenkampf gegen nationalsozialistische Kämpfer dann auch gefallen. Von ihm gibt es noch ein weiteres sehr bekanntes Lied, nämlich wo er darum ringt, Worte zu finden. Sag niemals, das hier ist der letzte Weg, heißt das. Also er ringt darum, Hoffnung zu finden, Worte zu finden dafür, dass dieser Kampf weitergehen muss, dass es einfach notwendig ist, als freier Mensch zu leben,
Und manchen aus dieser Gruppe ist es gelungen, zumindest den Krieg zu überleben, ihm selber leider nicht.